Jo Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf Tim K's Nerd Crate. Ich bin Tim, wie immer. Heute mal wieder ein kleines Unboxing. Das ist eine Weile her. Spezielle San Diego Comic Con 2018 Edition. Als erstes erstmal, many thanks Jason. They arrived very safe. Unfortunately, Customs grabbed them. Und jetzt zurück zu Deutsch. Ja, was ist das? Gucken wir rein. Wie schon gesagt, wer es verstanden hat, der Zoll hat sich die leider gegriffen, war zu erwarten. Aber was soll man machen? Dennoch günstiger als die eBay-Preise. Von daher, ich habe das mal so ein bisschen, na, wieder so ein bisschen eingewickelt. Ich habe mich sehr darauf gefreut, das soll der Start einer neuen Sammlung werden. Wer es letztes Mal schon gesehen hat, ich habe da letztes Mal nicht zugesagt, die Wärme setzt mir ein bisschen zu. Auch jetzt, wenn ich ein bisschen am Schwitzen bin, um 32 Grad draußen. Ich glaube mittlerweile sogar mehr. Jedenfalls, Thema da oben. Da kommt was Neues hin. Meine Terminator-Bilder sind rüber gewandert ins Wohnzimmer, um hier Platz zu machen für erste Figur Ermac. San Diego Comic Con Exclusive, frisch vom Bluefin bzw. Storm Collectibles Stand. Ich weiß nicht, ob der später noch mal einen normalen Release kriegt, aber ich habe gesagt, jetzt will ich endlich mal mit denen anfangen. Die Jagd nach den anderen wird teuer, aber ich glaube, das wird sich lohnen. Finde ich schon mal, dass der sehr, sehr geil aussieht. Mal eben vor euch so ein bisschen. Bin sehr gespannt, wie das ist, wenn man mit dem so ein bisschen rumtüdel. Schöne Sachen dabei, Hände, quasi MK1 Stoffvisor, ein paar Fatality-Teile. Seht ihr auch hier hinten, ein paar Telekinese-Geschichten. Sehr geil. Freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Wir machen den mal immer auf, oder? Wir machen den mal immer auf. Einmal reingucken, bevor ich nachher in aller Ruhe damit bei bin. Machen wir den einmal auf. So. Ah, neue Figuren aufmachen, lange her. Ihr wisst alle, was ich meine. Ah, coole Sache. Na, alles festgeklebt oder ist das ein Label, was ich... Ah, nur ein Label, was ich abmachen kann. Die Japaner sind ja irre, ne? Die kleben ja mal alles fest. Gnadenlos. Oh, der sieht gut aus. Ah, der sieht gut aus. Schon mal für euch so ein bisschen weiches Plastik. Kann man super posieren mit Sicherheit. Schöne Details. Schön klassischer Ermac, wie man sich ihn vorstellt. Steife Gelenke. Gute Range. Sieht toll aus. Mal so ein paar kleine Sachen. Mal noch ein Review für MK1. Oder, naja. Klassikvisor, nennen wir ihn Klassikvisor. Und ein paar Fatality-Teile. Abgerissener Arm. Mit Knochen innen drin. Vielleicht sollte ich dieses Mal in den Titel ab 18 schreiben. Wenn ich das sage, habe ich das wahrscheinlich getan. War sehr cool. Ein paar transluzente Telekinese-Effekte. Sehen toll aus. Ich glaube, die kommen beleuchtet sehr cool. Und hier auch noch. Ne, kriegt man die so raus oder muss ich einmal so ein bisschen kriege ich gerade schlecht raus. Ich versuche das mal rauszuhebeln vorsichtig. So. Einen kleinen Telekineseball. Den kann man aufmachen. Eine Hälfte, zweite Hälfte und entwickelt man die einfach um die Hände. Sehr cool. Schwer gespannt drauf, damit zu tüdeln. Auch wenn die anderen kommen. Ich hole mir die anderen Ninjas auch noch, das kann ich mal glauben. So, das ist Nummer 1. Wie gesagt, richtiges Review kommt noch. Nummer 2. Eine Variation meines Lieblingscharakters aus Street Fighter. Wie gesagt, wenn ich Storm Collectibles mache, dann mache ich Storm Collectibles richtig. Und in dem Sinne, Shin Akuma. Aus der Street Fighter 5 Arcade Edition. Mache ich gleich auch nochmal auf. Hier nochmal ein paar Details für euch. Action-Posen, Accessoires und so weiter. Street Fighter 30th Anniversary, alles San Diego Comic Con 2018 Exclusive. Bisher noch nichts davon gehört, dass der einen eigenen Release kriegt, wie gesagt, genauso wie Ermac. Von daher mal schauen. Ihr könnt die auch auf eBay momentan finden, allerdings sind die Preise, nennen wir sie mal ein bisschen hart. Also ich hab Convention-Preise bezahlt. Ich habe da mich am Anfang deswegen für bedankt. Ich hätte sonst... Sagen wir mal die goldene A-Karte gezogen. Wenn wir schon
gewalttätig dabei sind, dann, oh, ein Stand ist hier auch bei, sehr schön. Ah, der ist für den Hadouken-Effekt sicherlich, mit Sicherheit. Ich habe ja gehört, die bringen immer einiges mit. Oh ja, herrlich, ganz toll. Hier schon den Chaconet zu Hadouken, seinen zweiten Gi und die flammenden Fäuste für den Shoryuken. Und dann haben wir hier den hauptsächlichen Teil, der natürlich wichtig ist. Die Figur, alles in guten Clamshells, total sicher. Also ich bin schon ziemlich begeistert von Storm Collectibles, muss ich sagen. Hier auch wieder das Gi, sehr weich, schön posierbar, finde ich klasse. Toll modelliert. Also ich bin ziemlich froh, dass ich nicht den Weg genommen habe von, wer war das noch? War eine 1:6 Firma. Ich komme gerade nicht drauf. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Jedenfalls toll beweglich. Steife Gelenke. Also ich verstehe, warum Storm Collectibles so hoch im Kurs sind. Absolut klasse. Also das ist zusammen mit Masco so ein bisschen jetzt kleiner Bruder von Hot Toys. Ja, und dann auch ein paar Details dabei, logischerweise. Ne? Die Feuereffekte habe ich ja schon gezeigt. Dann haben wir zusätzliche Köpfe. Einmal so ein bisschen ausrastend so, und bedrohlich, ganz einfacher Ballpack zum Austauschen, paar Hände, sehr weich, auch auf dem Ballpack zum Austauschen, hier seht ihr mal eben hier, oing, oing, ganz weich, ich freue mich wirklich sehr, ich habe da heute noch gar nicht mit gerechnet, Samstag zu hören gekriegt, dass das zum, gestern nicht zu hören gekriegt, dass das zum Zoll geht und heute schon da. Erstmal muss ich gleich einkaufen und dann wird gespielt. In dem Sinne, nächstes Review. Was ist das nächste Review bei mir? Zuletzt hatte ich Powerbaser. Nächstes Review ist der Ultron Mark 1 von Hot Toys, genau. Foto-Review war schon auf meinem Instagram und auf meinem Facebook. @figurephotographycrate, wie immer, kennt ihr ja schon. Fragen und Anregungen. Langsam. Ich mache jetzt nicht den Abhalt. figure.photography.crate@web.de. Lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Ich würde mich freuen, auch einen Kommentar immer gerne. Und Facebook, Instagram hatten wir schon. In dem Sinne, sonnigen schönen Tag, bis bald und tschüss.